Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Video Sascha on Tour. Ich und mein Bruder waren auf der CMC in Hamburg, der Comic- und Manga-Con in Hamburg oder Convention in einer neuen Location in Hamburg. Die fand am 12.8., also 12. August statt, von 10 bis 16.30 Uhr, obwohl wir haben bis 17 Uhr da gestanden und verkauft. Und also ich habe zwei Tische gehabt und habe da auch mal ganz viel Retro-Stuff verkauft. Und ihr seht es jetzt auch im Verlauf, ich zeige euch meinen Stand und habe ein paar Eindrücke des Ganzen von der Fabrik. Das fand in der Fabrik in Hamburg-Altona statt. Richtig tolle Locations auf zwei Etagen. Habe ich festgestellt, Quatsch. Also es fand auf zwei Etagen statt, es gab einen Bühnenbereich, da habe ich gestanden, ich habe es noch auf der Bühne etwas erhöht, hatte ich meinen Stand zusammen mit meiner Schwester. Ich habe vergessen, den Stand meiner Schwester zu fotografieren, aber das hat meine Schwester selbst gemacht und ich hoffe, dass sie mir ein Foto gibt, dass ich das auch euch mitten dann noch zeige. Auf jeden Fall sind da sehr, sehr viele Künstler und Künstlerinnen gewesen, die ihre ganzen Artworks, Comics, von allem etwas gezeigt haben. Es gab auch Mangas zu kaufen, also ein bisschen Sachen. Ich habe meinen Retro-Stand wie immer gehabt, habe sehr viel Stuff verkauft, so ein bisschen was interessant ist, eben halt an älteren Sachen und ein paar neuere Sachen. Ich hab Mangas, ich habe Games. Nee, Games habe ich jetzt mal nicht mitgehabt, doch Brettspiele habe ich gehabt, ein Schwarzes Auge-Spiel und einige Sachen. Übrigens, einiges werde ich auf die Toyplosion mitnehmen, die am 26.08. in Castrop-Rauxel stattfindet. Aber das nur so am Rande. Und ja, es war sehr schön. Es ist eine sehr, sehr schöne Location gewesen. Also wir waren auch sehr früh da, um 7.30 Uhr war Aufbau beginnend und wir waren gleich da, weil wir wussten nicht, wie die Parksituation ist. Gibt da ein Parkhaus in der Nähe, was gar nicht so teuer ist, wo man auch dann den ganzen Tag stehen konnte. Also es ging super, wir konnten auch gleich vor der Tür halten, um die Sachen reinzutragen. Es hat leider auch geregnet, zum Glück kaum, als wir eingeladen haben und gar nicht, als wir ausgeladen haben. Ganz klein wenig von den Bäumen kam noch runter, aber das konnte man alles schützen. Man hat so ein Handtuch rübergelegt. Also es ging alles, das war alles super gelaufen. Also das Ganze geregnet hat es wirklich während der Veranstaltung und zwar wie aus Eimern. Und da habe ich echt Glück, das war alles top. Wie gesagt, diese Veranstaltung auf zwei Etagen, so, es war so ein Randbereich da gewesen. Oben war auch eine Gastronomie, wo man so ein bisschen Snacks essen konnte. Das war super schön. Alle Leute waren super nett. Die Menschen waren klasse. Das war ein tolles Publikum, auch mit vielen Cosplayern und die da in ihren dollsten Kostümen waren. Einige hatten sich richtig rausgeputzt und alle Hochachtung an alle, die das gemacht haben. Das sah klasse aus. Ja, die Veranstaltung selbst, ich gebe zu, ich sehe sie jetzt mal ein bisschen kritisch. Ich mag die Veranstaltung, die Veranstalter sind top, ihr beide, Tom und Uwe. Danke für alles, das war klasse organisiert. Es hat alles super geklappt. Aber ihr könnt ja nichts für die Menschen. Und das war ein bisschen schwierig. Die waren nett, super sympathisch. Darum ging es gar nicht. Sondern es war einfach die schwierige Sache, dass doch viele wie am Gucken waren. Und wir haben echt zum Ende hin, haben sich Leute dann erst entschieden zu kaufen. So war es wirklich ein bisschen schwerer. Wir haben natürlich auch verkauft. Also es ist nicht so, dass wir da mit null, da habe ich aber auch schon mal Börsen gehabt. Da kommt man fast nichts. Weil irgendwo, man hat nicht das, was Interesse herrscht. Ist manchmal so. Es ist ja auch ein vieles Gucken. Wir haben aber wunderbare Gespräche geführt und trotzdem... Es ist immer eine schwere Sache, es ist wie Flohmarkt. Aber Flohmarkt kann man nicht ganz vergleichen, weil Flohmarkt wollen wirklich Schnapppreise für nichts die Sachen haben. Hier ist es gut, teilweise auch nicht anders, aber andererseits, ich habe auch wirklich günstig verkauft, weil ich auch manche Sachen zu fairen Kursen loswerden wollte oder verkaufen wollte. Loswerden ist das falsche Wort. Auf jeden Fall, unabhängig davon, es war sehr, sehr spannend und es hat Spaß gemacht, diese ganze Sache zu erleben. Ich mag die CMC von der Atmosphäre her, wie gesagt, die Veranstalter super nett, auch die ganzen Künstler und Künstlerinnen sind super sympathisch, es waren auch einige die Comiczeichner da, die haben von Independent Comics, sage ich mal, die haben auch Autogramme gegeben. Es waren ein paar Comichändler, die auch Retro-Stuff hatten und auch ein bisschen Mangas verkauft haben, obwohl ich war der Einzige mit Animes, die verkauft haben und auch ein paar mit Figuren. Man muss dazu sagen, es war jetzt aber zum Ende August, wo noch die Ferienzeit hier in Schleswig-Holstein, Hamburg ist. Somit waren nicht alle Händler da. Wäre das jetzt im Herbst gewesen oder auch im Frühjahr, wären ganz andere Händler da gewesen, wären auch mehr gewesen.
Aber es war trotzdem voll, es hat Spaß gemacht, es war eine gute Laune, war es zu spüren und es war wieder spaßig. Mir macht es Spaß, jedes Mal dabei zu sein. Ihr seht ja das, ihr seht ein bisschen den Stand, ein paar Eindrücke. Ich habe aber auch ein paar Fotos gemacht, bevor die Veranstaltung losging, weil man muss natürlich auch die Zeit nutzen. Und manchmal kam man gar nicht raus. Es war teilweise echt voll, man kam gar nicht durch die Gegend. Ich habe, glaube ich, einmal einen Rundgang gemacht. Ich brauchte 20 Minuten, um wieder zu meinem Stand zu kommen, weil es so voll war. Aber ich kann euch das empfehlen, wenn ihr in Hamburg seid, wenn wieder stattfindet. Ich glaube, die nächste CMC in Hamburg wird im April 2024 erst sein. Auch in der Fabrik. Da bin ich auch dabei wieder am Start. Es kann natürlich nochmal anders sein, weil man versucht auch nochmal die alte Location zusätzlich zu bekommen. Das hatte diesmal nicht geklappt. Da gab es irgendwelche Schwierigkeiten. Ist manchmal so. Aber unabhängig davon, es war eine tolle Veranstaltung. So, haben wir was mitgenommen? Haben wir was gekauft? Ja, ein bisschen. Leider kann ich sagen, nur ein bisschen. Weil es muss ja auch das sein, was einen interessiert. Also, ich fange an mit etwas Kunstvollem, bevor ich zu dem Merchandise, von dem normalen Kram rede. Und zwar haben wir, oder das hat mein Bruder mitgenommen, ein befreundeter Künstler von uns, der liebe Philipp, der Shaman Sonic. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Habe ich nie gefragt, wie ich es richtig. Also Shaman Sonic, ein richtig talentierter Künstler. Ich, Philipp, bist eine geile, dufte Sau. Ne, wir verstehen es super, es macht auch Spaß, eben halt mit sich zu unterhalten. Und es ist immer schön, wenn man Freunde auch wieder trifft, da eben halt. Und die Artworks sind Wahnsinn. Wie gesagt, Shaman Sonic hat auf Instagram auch seine Seite. Ne? Ich kann euch die zeigen nochmal, damit ihr es abschreibt. So hier der Shaman Sonic auf Instagram. Ihr seht Kunstwerke ohne Ende. Und er war ja auch auf der CMC, hat gepostet. Und mein Bruder hat so ein paar Bilder, so Handy aus, eben halt von ihm mitgenommen. Die sind günstig zu erwerben, also so zwischen 5 und 10 Euro, glaube ich. Aber es ist ja auch wert. Es sind Drucke, wohlgemerkt, aber auch hochwertig. Und auch hier, ihr seht es gleich. Und zwar einmal hier B2 oder 2B, keine Ahnung, von Nier Automata. Ist das nicht eine richtig coole Zeichnung? Wie gesagt, könnt ihr auch erwerben, indem ihr ihn anschreibt. Er ist also ein wunderbarer Künstler und es macht echt Spaß. Ich verlinke seinen Instagram-Kanal unten in der Videobeschreibung. Ja, na, bevor ich dazu komme, Nier Automata hat er noch mehr gemacht und mein Bruder hat dazu gelangt. Und zwar hat er auch nochmal eine andere Version von ihr. Und zwar diese Version. Richtig cool, richtig cool. Nicht alle hin. Und zwar weiter geht es. Dann haben wir noch einmal hier dieses tolle Bild. Auch richtig klasse. Das sind richtig schöne Artworks. Und es geht auch weiter. Ich habe er hat natürlich auch so ein paar Variationen. Ist das dasselbe? Nee, das ist einmal mit kurzen Haaren und hier haben wir sie mit langen Haaren. Auch richtig toll. Richtig schön. Ihr seht das Motiv, hier ist ein Tick kleiner. So, dann ist mein Bruder ja auch beliebt Horizon Zero Dawn. Auch hier ein schönes Horizon-Bild. Wie gesagt, ihr könnt ihr auch bestellen bei ihm. Das ist richtig cool. Und was er auch hat, weil er macht ja das Malen, wo auch selbst teilweise Fan ist. Und ein Bild, zwei Bild. Ne, das ist ein Bild. Und hier The Last of Us. Richtig cool. Ja, das sind richtig schöne Bilder. Sagt mir gerne auch in den Kommentaren, wie ihr es findet. Eure Meinung dazu ist auch gefragt. Ja, das waren das, was wir jetzt von unserem lieben Shaman Sonic erworben haben. Dann hat mein Bruder einen Comic gefunden, das war heruntergesetzt um 50%. Das hat also im Endeffekt kostet das Original 40 Euro und hat jetzt 20 dafür bezahlt. Hat, glaube ich, war jetzt auch von einem, der jetzt gebraucht oder so Comics hat, aber es ist Neuzustand und es ist ein PO-Klassiker, der ja auch die Schlümpfe erfunden hat, und zwar Benny Bärenstark.
die Gesamtausgabe Band 1. Das Wunderbare ist, hier sind die ersten drei Comics da drin. Und zwar die Roten Taxis, Rätsel um Frau Albertine und Bennys 12 große Taten. Dann ist da noch ein großer Teil mit Hintergrundmaterial. Ich habe es noch nicht gelesen. Ihr könnt hier sehen, Zeichnung. Das ist ein sehr schöner Sammelband von Thunfisch übrigens. Die haben auch viele Gesamtbände auch von den Schlümpfen rausgebracht. Die Zeichnungen sind auch hier schön im Hochglanz. Somit lohnt sich das wirklich, denn im Original, ich habe noch die Original Carlsen bei mir im Regal. Die haben natürlich so einen Mattton gehabt, weil es die Zeit war. Das aber ist jetzt anders. Und ja, das ist jetzt sozusagen nochmal in der Version in unsere Sammlung gewandert. Das lohnte sich auch so. Mein Handy will ich nicht runterschlagen. Und was habe ich mir gekauft? Also das hat mein Bruder gekauft, obwohl das lese ich auch. Ich habe mir noch gekauft, beziehungsweise für unsere Sammlung dann, ich bin ja Timo Struppi-Fan und ich habe die, von Schritte auf dem Mond habe ich die Figuren von Timo Struppi auch in meinem Regal. Ich blende, glaube ich, hier, ich mache einfach nochmal kurz ein Bild davon, wo ich die drei habe. Und da habe ich mir gedacht, ich kaufe mir, oder beziehungsweise mir fehlt noch ein Teil, das habe ich auch gesucht. Das hat meistens immer so zwischen 40, 45 Euro gekostet, ohne Versand, aber war dann auch immer schnell ausverkauft und war weg. Und zwar handelt es sich um den Luna Tank. Und zwar, hier seht ihr, ist es auch der Mondpanzer. Er spiegelt ein bisschen, weil es in dieser schönen Box, wo man auch eben den Hintergrund vom Mond drin eingebaut hat. Es ist wirklich wunderschön. Ich finde dieses richtig gelungen, den Panzer. Es ist die Szene gerade, wo Haddock vorne den Kopf sich anschlägt an der, seiner seiner Scheibe. Und es ist aber auch kultig. Es ist ein kultiger Panzer und der wurde übrigens von Roger Liloup, der Yokozuno-Zeichner, konstruiert. Denn der hat viele technische Sachen für Hergé übernommen. Hergé hat sich hauptsächlich auf die Charaktere und deren Geschichte konzentriert, aber Technik war nicht hundertprozentig seins und Autos und so weiter, da hat er seinen Kollegen und Kumpel, Freund rangelassen. Auf jeden Fall, der musste noch in meine Sammlung, der fehlte mir noch und ich habe jetzt 32 Euro dafür bezahlt. Das ist ein guter Kurs und er steigt sogar, weil der sehr selten geworden ist. Einer der beliebtesten Fahrzeuge, es gibt fast alle Autos von Timo Struppi, aber der Mondpanzer ist ja auch schon was Besonderes. Weißt du, eine Ente, Autos aus den 50ern, 60ern, ja, die gibt es auch an anderen Modellen. Klar, es gibt da so ein paar besondere, wie jetzt aus Tim im Kongo, sein Forschungsauto und der Wohnwagen, wo Tim und Struppi hinten rausgucken aus, ich glaube, die Schwarze Insel, hat natürlich auch was. Oder die Decke, der Doppeldecker aus der Schwarzen Insel, wo die Schulzes drin sitzen, aber das jetzt hier hat zum Mond und ist eine meiner Lieblingsgeschichten, Reise zum Mond und Schritte auf dem Mond, wo ich auch meine Kindheit mit verbinde und der musste noch in die Sammlung. Ja, ihr habt jetzt auch Eindrücke gesehen von der ganzen CMC in Hamburg. Sie war wieder großartig, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr schaut auch mal da vorbei. Ich halte euch auf dem Laufenden. April 2024, also nächstes Jahr leider erst, wird die nächste hier in Hamburg sein. Wenn noch eine zwischendurch doch nochmal kommt, ein kurzfristig angesetzt wird, ich halte euch auf dem Laufenden. Und um auf dem Laufenden zu sein, ist am besten, wenn ihr auf Short Review der Facebook-Seite geht. Da bringe ich dann ab und zu solche News. Nicht so oft, aber ich bringe da auch dann News. Oder ihr verfolgt mich auf meinem Instagram-Kanal, wo ich nicht nur Bilder von sowas, wie ihr hier seht, poste, wo ich auch vielleicht mal eine News in der Story bringe. Wie auch immer, das soll es gewesen sein. Danke an die CMC-Macher, danke an alle, die ich dort getroffen habe, mit denen ich Gespräche geführt habe, die vielleicht jetzt mich hier sehen. Und ja, das waren meine Mitgifts und besucht den lieben Philipp auf seiner Instagram-Seite und schreibt mir, was ihr von... schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare. Liken, teilen, abonnieren. Darüber freue ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut!
Thank you.